Zürich News mit der Patricia Schmid. Freitag, der 5. Februar. Guten Abend und herzlich willkommen zu den Zürich News. Heute mit diesen Themen. Dicke Post für Corinne Mauch. Der Stadtpräsidentin droht ein Strafverfahren wegen versuchter Nötigung. Weil Corinne Mauch die beiden Barbesitzer Jens Glor und Carlos Garota in einem Brief vom 15. Januar unter Druck gesetzt haben soll, hat der Anwalt Bruno Steiner die Stadtpräsidentin angezeigt. Entscheiden, ob das Verfahren eröffnet wird, muss jetzt das Obergericht. Dazu könnte es durchaus kommen. Die Staatsanwaltschaft, die den Fall vorab geprüft hat, kommt nämlich zum Schluss, dass ein Verdacht vorliegt. Sie beantragt darum, ein Verfahren zu eröffnen, wie der Blick am Abend schreibt. Frau Stadtpräsidentin Mauch hat meinen beiden Klienten Glor und Garota einen Brief geschrieben und hat sie aufgefordert, ihnen gewisse Sachen von der Homepage zu löschen, wo sie ihren Protest gegen die erfahrene Behandlung zum Ausdruck gebracht haben. Und hat das davon abhängig gemacht, dass sie werden eine Anzeige eben dann zurückziehen oder eben nicht zurückziehen. Und das erfüllt meiner Meinung nach den Tatbestand von einer Nötigung. Zumindest ist das abzuklären. Schüler passen auf Schüler auf. Wenn es in der Pause auf dem Schulhausplatz Streit gibt, schlichten sie, bevor es eskaliert.